Hallo und herzlich willkommen bei Cats in Gold. Mein Name ist Tim Schimcheck und es geht heute darum, dass ich die Mama von Zorngül aufgenommen habe. Ich habe ja gestern die Mama von Zorngül von der Bekannten zum Tierarzt fahren lassen und zur Kastration dagelassen. Ich kenne ja die Mama von Zorngül, seitdem sie schon ein Kitten ist. Die war ja schon als kleines Kitten ganz krank und die habe ich auch als kleines Kitten behandeln lassen. Und diese Person, die sie aufgenommen hat, die hat sie bei ihrer Futterstelle wieder rausgelassen und mittlerweile ist die Mama von Zorngül circa 1,5 bis 2 Jahre alt, aber ich weiß erst seit heute, dass es die Katze war, die ich damals vor 1,5 bis 2 Jahren als Kind behandeln lassen hatte. Ja, und letztes Jahr hatte ich ja die Zorngül aufgenommen gehabt, die hatte ganz, ganz kranke Augen, der ging es ja gar nicht gut, die war mehrere Tage beim Tierarzt und man konnte ihr ein Auge retten, das andere ist leider krank, das andere ist leider rausoperiert worden. Genauso war das auch mit der Mama von Zorngül, die hatte ganz, ganz kranke Augen, die man retten konnte und die hatte auch einen ganz, ganz kranken Mund, den hat man behandelt gehabt und die war dann circa 10 Tage vor einem Jahr beim Tierarzt und wie gesagt, nachdem sie wieder gesund wurde, hatte sie die Person, die sie gefunden hatte, wieder bei der Futterstelle ausgesetzt gehabt, wo sie immer die Katzen füttert. Ja, und dann hat sie mich gestern kontaktiert, vor 2 Tagen schon kontaktiert gehabt, dass sie die Katze gerne kastrieren will, dass die Kitten immer ständig krank sind, dass die Kitten immer, Drache, komm mal bitte da runter jetzt, dass die Kitten immer krank sind und dass die Kitten, die letzten Kitten verloren gegangen sind und dass davor Zorngül, die Schwester, überfahren wurde. Also es ist einfach eine Sorgenfamilie gewesen, sag ich mal so, bis jetzt auch ständig immer diese, wo die Babys bekommt. Ja, und die letzten Kitten sind auch spurlos verschwunden, die sie hatte. Und dann hat sie mir gesagt gehabt, dass sie die gerne kastrieren will, aber das kann sie sich nicht leisten mit dem Kastrieren, wenn das möglich ist. Dann kann sie die zum Tierarzt fahren, nach Siede und ich werde dann die Kosten übernehmen. Und dann war sie beim Tierarzt und der Tierarzt hat sie untersucht. Sie hat auch ganz, ganz kaputte Zähne gehabt, sodass sie ein Langzeitantibiotika bekommen musste, die Mama von Zorngül. Also ihr wurden auch einige Zähne wieder gezogen und sie wurde auch gleichzeitig kastriert. Sie hatte Innen- und Außenparasit bekommen und es kann sein, dass sie demnächst wieder immer ein Langzeitantibiotika bekommen muss. Praktisch so wie die Nervensäge oder so wie die Bunte, die ich habe. Und wenn sie die nicht bekommt, ist es für sie halt auch leider tödlich. Sie kann daran sterben, wenn sie das nicht bekommt, wenn sie nicht behandelt wird. Und in Manavgat, dass jemand behandelt, ist halt ein bisschen schwer für das Tier. Ja, und dann habe ich gesagt, man kann es ausprobieren. Es ist schwierig bei erwachsenen Katzen, dass sie hier bei mir zu Hause bleiben. Wir haben das ja schon erlebt mit dem Fürbrager Kater, mit dem Ömer oder schon mal mit dem Gelb-Weißen, den ich hier schon mal hatte, mit dem Ole. Oder jetzt neulich die Katze vom Sieben Quality. Also die großen Katzen, es ist schwierig, dass man die hier ans Haus gewöhnt. Bis heute die großen Katzen, die hier geblieben sind, ist zum Beispiel die Bunte. Außer die Bunte ist keine hier geblieben. Die anderen sind von alleine gekommen, wie zum Beispiel der Freund, seine Mama oder die Nervensäge. Die sind ja von alleine hier aufgetaucht. Oder die Katzen, die da unten sind. Ja, und daher ist es halt schwierig, dass die erwachsenen Katzen hier bleiben. Also, wie gesagt, wenn ich jetzt hier zurückschaue, hin und her gucke, ist halt die Elif hier geblieben. Die Elif ist ja auch eine Hauskatze. Die hat sich hier wirklich wie zu Hause gefühlt. Ich glaube, das hat sich auch mit ihren Kitten so entwickelt gehabt, dass die Elif hier geblieben ist und sie auch keinen anderen Umkreis außer aus dem Haus eigentlich kennt. Oder wie gesagt, die Bunte. Ansonsten sind die anderen, die ich hier habe, alles Kitten, die Notfälle waren, die ich aufgenommen habe. Oder von 2 Müttern noch, von Fienchen, so wie zum Beispiel der Erstgeborene oder die Pünktchen oder jetzt die Kitten von Zorngül, dass sie alle 4 überlebt haben. Es waren dann ja 5, aber einer davon ist leider gestorben, gleich am ersten Tag, dass es 4 geblieben sind, dass das alles sich so gut entwickelt hat. Ansonsten, die anderen sind, wie gesagt, alle hier, auch die ich hier gerade um mich herum habe, alles Katzen, die ich als Kitten bekommen hatte und hier großgezogen habe. Ne? Ja, und ich habe der Zorngül schon als Kitten weitergeholfen und ich habe ihrer Mama als Kitten weitergeholfen und ich habe sie jetzt auch kastrieren lassen. Und sie hat auch ihr Langzeitantibiotika bekommen und daher, da sie jetzt von dem Langzeitantibiotika wahrscheinlich abhängig sein wird, habe ich mich dafür entschlossen, das Tier hier aufzunehmen, hier auszuprobieren. Wenn sie hier bleiben will,
Sie ist jetzt auf dem Balkon und ich werde sie jetzt erstmal ein paar Tage auf dem Balkon lassen. Ich werde sie 5 Tage auf dem Balkon lassen und dann lasse ich sie ein bisschen in die Wohnung rein. Denn sie muss sich halt an den Umkreis gewöhnen, denn die kommt ja von Manavgat aus der Straße. Und daher muss sie sich halt erstmal hier an die Umgebung gewöhnen. Aber ich bin natürlich sehr froh, wenn sie auch hier bleiben würde. Ich habe das ja schon mit einem Kurzvideo mitgeteilt gehabt, dass ich sie aufgenommen habe. Und dann drückt doch bitte alle die Daumen, dass sie auch hier bleibt. Dann das hat sie sich auch verdient, ein tolles Leben. Denn wo sie in Manavgat auf der Straße wohnt, ist es nicht so eine katzenfreundliche Straße. Daher habe ich über vieles nachgedacht und ich habe gesagt, jetzt versuchen wir es, ob sie hier bleibt. Wenn sie hier bleibt, ist es halt toll, dann darf sie auch weiterleben. Ne? So, und hier sieht auch, ich bin gerade hier drinne. Ich habe hier das Video heute unter der Klimaanlage angefangen, denn es ist wirklich sehr, sehr drückend draußen. Wir haben jetzt 2, 3 Tage, ist sehr, sehr heiß. Es ist eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Man kommt einfach ins Schwitzen, auch wenn die Klimaanlage läuft. Und die Klimaanlage läuft für die Katzen natürlich auch schon seit gestern ununterbrochen, denn es ist wirklich sehr heiß. Wenn uns Menschen so heiß ist, dann soll man sich das mal mit den Tieren vorstellen, dass es natürlich auch dadurch sehr, sehr heiß ist. Ne? Deswegen habe ich heute hier zu Hause drinne das Video angefangen, denn draußen ist es wirklich sehr, sehr heiß. Man sieht, dass der Ventilator läuft da draußen. Ne? Das ist halt für die Mama von Zongül, dass sie halt dort auch natürlich nicht so viel Wärme hat, dass da wenigstens ein bisschen Luft durch den Ventilator kommt. Ansonsten haben wir hier alles im grünen Bereich, nur der kleine Schwarze, der größere mit dem weißen Brust, das Weibchen, das muss man ein bisschen zufüttern und das mache ich auch jetzt alle 3, 4 Stunden. Und ich habe vorhin mit dem Tierarzt gesprochen gehabt, wo ich die Mama von Zongül abgeholt habe und er meinte, dass ich den auch mal vorbeibringen soll und dass sie das noch mal untersuchen. Ne? So, dann kann ich mal die Kamera drehen und wir können mal schauen, was sich hier alles getan hat. Und ich kann euch mal die Mama von Zongül zeigen. Wie gesagt, es ist hier sehr warm. Ich schaue mal die Katzen an. Da sieht man den Schwarzen mit seinen kranken Augen. Wo der Tier jetzt auch mit der Behandlung sehr, sehr zufrieden ist von mir. Da sieht man den Evren. Ein Auge hat Schnupfen, der bekommt jetzt die Tage Medizin von mir, 2-mal am Tag und es ist so schwierig, ihm die Medizin zu geben. Aber bei dem Schwarzen habe ich keine Probleme und habe doch keine Angst. Du hast doch schon eine Medizin bekommen, du Satellitengucker, lauf doch nicht gleich weg. Und der Evren ist ja hier mittlerweile auch sehr eingelebt. Und dann gehe ich mal raus. Die Mama von Zongül hat sich versteckt. Meine Güte, das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn man rausgeht. Und die Mama von Zongül hat sich da drin versteckt. Man kann die jetzt auch nicht so gut sehen. Aber wenn man hier genau schaut, da sieht man sie. Seht ihr das? Gell? Pss, 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 pss. Gell, Kredim, gell? Gell? Pss, 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 pss. Gell? Gell, Kuluxus, gell? Die hat auch einen Teil von ihrem Schwanz nicht. Die hat den Schwanz verloren gehabt als Kitten. Na, gell? Pss, 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 pss. Hatte, gell? Sie will nicht rauskommen. Dann soll die jetzt hier, also Futter und was hat sie genug hier. Ich mache hier nochmal Feuchtfutter. Dann soll sie mal hier, hat sie 2 Klos, ich glaube eins davon nehme ich aber rein, wegen den anderen Katzen. Sie hat ihren Ventilator, der für sie leuchtet. Ja, und sie muss sich so schnell wie möglich gewöhnen. Es ist wirklich sehr, sehr heiß da draußen. Ich war jetzt nicht mal eine Minute draußen und man merkt es auch gleich. Zicke, hör auf, den Kleinen zu ärgern. Und schau mal, der kleine süße Spatz da, das ist der, der ein bisschen weniger frisst.
Na, was ist los? Na, was ist los? Silvia, wird sie gerne gekrault werden? Na, ich kann mir vorstellen, dass die beiden Schwarzen gerne raus wollen. Schau mal hier. Emina? Die sind hier alle bei der Klimaanlage. Die Katzen haben wirklich Riesenglück, das soll jetzt kein Selbstloben sein, aber die haben wirklich Riesenglück, dass die alle bei mir gelandet sind. Schaut mal, wie es denen hier geht. Die Klimaanlage, Ventilator, Futter, Wasser, alles haben sie da. Denen mangelt es hier an nichts, den Katzen. Was ist, Silvia? Was ist? Und schon mal, der Evren ist jetzt auch ans Spielen. Und die Petra ist auch dabei. Silvia, warum haust du den? Was hat er dir getan? Alles gut, Emino. Alles gut, mein Schatz. Ich wollte dich heute zum Tierarzt fahren. Ach, sorry, Entschuldigung. Ich wollte dich mit in den Laden nehmen, aber ich hatte so lange was zu tun, dass ich nicht dazu gekommen bin, dich hier abzuholen. Seht euch mal den Drachen an. Mama Elif ist da. Jetzt kommt die Heidi rein. Und schau mal, die Silvia genießt auch die Luft von der Klimaanlage. Die Zicke ist auch da. Na, Fistik. Nein, Nervensäge. Und dort hinten spielt Songül und noch jemand. Songül und der Pirat sind das. Zwei Schatzi-Pazis spielen dort miteinander. Songül und ihr Schatzi. Jetzt kommt Bounty. Die Nervensäge. Ach, man hat echt keine Lust rauszugehen bei der Hitze. Anua, du kleines Baby. Na, Stefanie, seid ihr richtig am Turm oder was? Hira, was zickst du hier rum? Was soll das? Na, seht euch mal hier Stefanie an. Die bleibt ja auch jetzt mittlerweile zu Hause. Zicke, hör auf!
Lucifer, Teddy, was macht ihr da unten? Kommt raus, oder ich mach hier die Tür zu. Kommt da raus, Kitten von Zorngül, du geiles Kitten. Kommt sofort raus, da ihr Warmduscher. Lucifer ist gleich verstecken gegangen. Da kommt das gelb-weiße Kitten von Zorngül, die sind ja alle unten. Und was beißt du mir eigentlich in die Wade? Was soll das? Warum beißt du mir in die Wade? Ich kau dich doch schon ständig zwischendurch. Was beißt du mir in die Wade, Fristik? Und da ist der Arnor. Und die Kitten sind am Spielen. Aber gib mir das Papier her. Und Arno ist mittendrin. Ich weiß nicht, ob man Arno schon freilassen kann. Ich tue ihn hier immer rein ins Zimmer hier. Hier schläft ja der Arno über die Nacht in dem Zimmer. Hier hat er sein Futter, sein Wasser, ein großes Klo, Schlafplatz. Aus Sicherheitsgründen tue ich ihn hier mit rein. Also in dieses Zimmer, weil er so klein ist, nicht, dass ein fremder Kater kommt und ihm was tut. Lass das Papier. Was habt ihr schon wieder gemacht? Wo habt ihr das Papier her, ihr Satellitengucker? Und Katja schaut dazu. Steht er schon da vorne und schaut mich an wie ein richtiges Biest. Aber ich kann ihre Babys sehen. Bunte Mama, fauch mich doch nicht an. Du weißt doch, dass ich deine Kitten mag, dass ich dich mag, dass ich euch nur helfen will. Warum bist du gleich so böse? Da sieht man die bunte Mama. Ich kann mich nicht viel bewegen, aber ich kann die sehen, ihre Babys. Ich versuche noch mal ein bisschen zu zoomen. Vielleicht könnt ihr die auch sehen. Dort in der Ecke. Da sind ihre zwei Kitten. Und dann läuft gerade der Poldi weg. Habt ihr das gesehen? Poldi, komm her, Kleine, komm. Komm her, komm. Ja, der kann mich ins Laufen. Schaut, der läuft gleich zu Emine Taser. Seht ihr das? Poldi, komm her. Du kannst froh sein, dass du noch lebst. Der läuft gleich von mir weg. Und hier wohnt Emine Taser. Und da ist er gleich von mir weggelaufen. Da fühlt er sich sicher hier bei Emine Taser.
Habt ihr gesehen, der Polly läuft von mir weg? Und wer bist du? Ich kenne dich nicht. Da ist der Polly wieder. Gesehen. Ja, ich mag jetzt den Polly nicht stressen. Wie gesagt, da ist der. Schaut mal am Tor, da sieht man seine Augen, wie die funkeln. Na, Poldi? Alles klar bei dir, mein Schatz? Hm? Alles klar, Poldi? Schön, dich mal wiederzusehen. Das Publikum freut sich, dich auch zu sehen. Na, keine Angst, Poldi. Wir tun dir nichts, okay? Ja, schau mal, wie gut du laufen kannst, Poldi. Das ist ja super. Das ist ja schön zu sehen, dass du wenigstens laufen kannst. Du brauchst mich auch nicht zu mögen. Aber ich habe es immer nur gut gemeint mit dir. Ja, Poldi, geh mal zu Hermine Thesa. Ich tue dir nichts. Und du? Das sind alles Katzen, die ich das Leben gerettet habe. Der hier auch. Den habe ich 73 Tage. Jeden Tag zum Tierarzt gefahren, ihn und seine Geschwister. Der Gelbe hier. Jetzt kommt gerade eine Familie. Die müssen nicht mitbekommen, dass hier Kitten sind. Dass die bunte Mama. Da unten sieht man ihre Kitten. Das. Dort unten sieht man die, seht ihr das? Ein gelber und ein schwarzer. Seht ihr das dorthin? Neben der Wasseruhr, direkt darunter. Da sieht man ihre Kippen. Also die ist praktisch genau gegenüber von meinem Haus. Schaut mal, da wohne ich. Da wohnt, läuft das Ventilator für die Katzen. Und hier ist die bunte Mama. Und das ist auch ein Kitten von der bunten Mama. Das ist aber sehr zahm. Na komm her, pss, pss, pss. Komm her. Keine Angst vor der Kamera. Komm, komm zu mir, komm. Also die bunte Mama hat ihre Kitten nicht so weit weggebracht. Vielleicht war es hier wirklich ihr persönlich auch zu warm, da reinzugehen und den Milch zu geben. Das kann natürlich auch sein, dass es ihr vielleicht auch zu warm war. Nicht wahr, Emil? Ich glaube, die bunte Mama bringt uns wieder ihre Kitten.
Lucifer, ich hab dich erwischt, du kleine Maus. Du läufst wie so eine Maus. Da bist du. Jetzt gehst du dich noch ein bisschen stärken. Denk nicht, wir haben dich nicht gesehen, du Warmduscher. Denk nicht, wir haben dich nicht gesehen, du Satellitengucker. Da gehst du dich ein bisschen stärken. Was beißt du mir schon wieder in die Wade, Fistik? Was soll das? Arnor. Da sieht man, dass Arnor sich auch gut eingelebt hat und mit den anderen auch spielt. Das ist so ein sympathisches kleines Tier. Einfach nur süß. Du natürlich auch, Emino. Da sagt ich auch. Habt ihr das gehört? Da sagt ich auch. Das weiß ich doch, Emino. Das wissen wir alle, dass du auch ein ganz süßer bist. Das wissen auch alle, mein Schatz. Fristik, lass meine Waden in Ruhe. Was beißt du mich die ganze Zeit in die Waden? Na Bella, schön dich auch mal wieder zu sehen. Seht euch mal den Schwarzen an. Und der ist erkältet, aber kann gut fressen. Schaut mal, das ist super. Ja, Bella, ich habe jetzt kein Futter hier oben. Ich hole dir gleich was von da unten, okay? Ich hole dir gleich was von unten, okay? Ich hole dir gleich was, Bella. Und da sieht man Evren und den Schwarzen. Kann wenigstens was sehen, der Schwarze. Und die Mama von Zongül ist noch nicht rausgekommen. Da müssen wir ein bisschen warten. Die ist in dem kleinen Häuschen da. Da ist sie drin. Das ist so süß, wie du schläfst. Und die kennt auch richtig ihren Namen. Die Elif weiß richtig, wie sie heißt. Sobald du Elif sagst, antwortet sie auch, genau wie Emino. Das sind zwei richtig intelligente Katzen. Bella, ich hol dir gleich Futter. Alles gut, ich hol dir gleich Futter. Du brauchst mich nicht so anzumeckern. Ja? Mecker nicht rum. Ich hol dir gleich Futter, habe ich dir gesagt. Ja. Die schimpft richtig. Verhungern tust du hier nicht, keine Sorge.
Ja, ich hole die Futter, okay, überredet. Ich bin gleich wieder da, Bella, okay? Ja, ich bin gleich da, wart. Gibt ja keine Ruhe, die Warmduscherin. Psst, psst. Nicht streiten. Sofort raus hier. Sofort raus hier. Komm. Komm her, komm. So. Jetzt wollt ihr alle noch mal Nachschub oder was? Hier, einmal dort. Ich wusste, dass ich gleich lieber ein bisschen mehr mitbringe. Elimina, gel. So, jetzt ist da überall was drin. Aber irgendwie wollt ihr doch nicht. Hätte ich das gewusst, hätte ich nicht so viel Futter reingemacht. Nicht wahr, Anor? Der Elif ist dahin gekommen. Aber das fressen die schon wieder auf. Da braucht man sich keine Sorgen zu machen. Und Mama Songül spielt jetzt mit Anor. Ja, und da sieht man, dass die Bella zufrieden ist, dass sie ihr Futter bekommen hat. Und das andere wird sicherlich noch weggefressen. Da braucht man sich keine Sorgen zu machen. Schau mal, der Emino und seine Mutter Elif sind da. Da sind meine Stiefkitten. Und schau mal, wie schön Evren und der Schwarze zusammen spielen. Und ich glaube, dich nehme ich mal morgen mit zum Tierarzt. Sie sollen deine Nase sauber machen. Du bist ja ständig am Niesen.
Ja, dann frisst mal schön, ne? Und was machen die zwei süßen schwarzen Weibchen? Eine schläft beim Futternapf. Schaut mal, da ist eine und die andere ist im Nest. Die haben ja auch alles da, was sie brauchen. Die kleinen Notfallkitten aus Evrensecki. Ja, und manchmal denkt man wirklich, man hat viele Katzen, man ist überm Limit, man ist am Limit, man kann keine mehr aufnehmen. Aber egal wie viel ich hinterher noch mit aufnehme, auch wenn ich so viele Katzen habe, glaub mich, bereue es keinen Moment, dass ich die Katze aufgenommen habe. Jede Katze hat einfach was Tolles für sich. Jede Katze hat einfach eine eigene Art. Jede Katze ist einfach unbeschreiblich süß. Jede Katze hat einen ganz, ganz starken Charakter von den Ganzen. Also ich bereue es gar nicht, wenn ich eine Katze aufnehme. Ganz im Gegenteil, jede Katze, die ich habe, die wächst mir von Tag zu Tag immer mehr ans Herz. Ja, und wenn man auch die ganzen unschuldigen Blicke dieser kleinen Kitten sieht, dann denkt man einfach nur, gut, dass ich dich aufgenommen habe. Ich bin so froh, dass du jetzt bei mir bist. Na, und wenn ich da halt irgendwo etwas höre, dass eine Katze in Not ist, ich kann einfach nicht wegschauen. Genau wie jetzt bei der Mama von Songül. Ich habe hier schon als Kitten das Leben gerettet. Ich habe hier schon als Kitten behandeln lassen. Ich habe sie jetzt kastrieren lassen. Ich habe ihren Mund behandeln lassen, über die Zähne gezogen und sie ist jetzt in dem Häuschen. Und ich hoffe, dass sie sich so schnell wie möglich auch hier ans Haus gewöhnt und genauso schön wie die anderen Katzen hier, mit denen hier lebt. Und ein tolles Leben hat, so wie die allen ganzen anderen. Schaut mal, Bella ist auch zufrieden. Die Bella hat ihr Feuchtfutter bekommen. Sie hat richtig rumgemotzt gehabt. Jetzt sieht man auch, dass die zufrieden ist. Nicht wahr, Bella? Ja. Alles gut. Eine kleine Schwarze. Ein Auge. Die Fistik. Jetzt lass doch mal ein Auge in Ruhe. Schau mal hier die ganzen Glückskatzen, eine nach der anderen. Die bunte Abby Fistik. Ja, du hast auch schon dein Futter bekommen. Was starrst du mich noch so an? Was ist los, Bella? Und Arno? Bist du müde geworden und nee, du lässt das Handy in Ruhe. Ja, und somit haben wir heute auch wieder eine neue Katze aufgenommen. Ich hoffe, dass sie bleibt. Ich werde sie auch jetzt ein paar Tage hier einsperren. Ich werde nicht die Tür auflassen, so wie bei der Katze vom Sieben Quality, während ich das Katzenklo sauber mache. Die Tür bleibt definitiv
5 Tage zu. Songül, geh mal da rein, das ist deine Mama. Ja, das ist deine Mama, mal, als ob du deine Mama wieder kennst. Geh mal runter da, geh mal rein da, komm. Ich bring dich mal zu deiner Mama, komm. Vielleicht erkennst du deine Mama wieder. Komm, da ist deine Mama drin, schau mal. Da ist deine Mama, schau. Songül, da ist deine Mama drin. Hast du nicht gesehen, nur mit deinem einen Auge, ne? Schau mal, richtig rein. Schau mal, da unten ist deine Mama. Schau, schau, Songül, schau. Ja. Interessiert dich nicht, ne? Kannst es nicht sehen mit deinem einen Auge. Ja, da unten ist deine Mama drin. Schau, deine Mama ist da, Songül. Nee, sie macht keine Reaktion. Erkennst du deine Mama nicht mehr? Oder Mama, schau mal, deine Tochter ist vor dir. Und ein Auge geht immer dahin, wo Songül ist. Immer. Lauf doch nicht weg, kleiner Schwarzer. Der denkt, der bekommt noch mal Medizin. Der ist aber nicht scheu vor mir. Der denkt immer, er bekommt Medizin. Ja, Songül. Ja, also wie gesagt, wir haben dann heute die Mama von Songül aufgenommen. Ich hoffe, sie gewöhnt sich ganz, ganz schnell hier ins Haus. Die ist da unten. Schaut mal, da sieht man sie ein bisschen. Ich halte euch natürlich auf den Laufenden, was immer mit den Katzen passiert. Ich danke euch alle fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Teilen, fürs Kommentieren. Das Sterne-Schicken hat wieder ein bisschen Probleme bei Facebook. Ich weiß nicht, woran das liegt. Einige fragen, warum man keine Sterne mehr schicken kann. Wahrscheinlich hat Facebook wieder irgendwie ein Update. Ich weiß nicht, was daran liegt. Deswegen sage ich halt zurzeit nicht danke für die Sterne, weil es kann ja kein geschickt werden. Ne? Aber das hat sich sicherlich auch bald wieder normalisiert. Ich wünsche euch dann allen einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.